Herzlich willkommen zu unserer heutigen Friedensmeditation, die ja im Besonderen dafür da ist, dass der Wandel der Zeit in Frieden geschehen darf und dann auch tatsächlich stattfindet. Herzlich willkommen euch allen. Wir freuen uns, wenn ihr heute an diesem wundervollen, herrlichen Sommertag die Zeit euch nehmt, für den Frieden zu meditieren, für das Licht auf der Erde, den Wandel ins Licht. Vom letzten Mal habe ich noch ganz schöne Rückmeldungen bekommen, als wir mit Sanja Ma in die Ich Bin-Präsenz eingetaucht sind, gemeinsam. Und eine Teilnehmerin hat geschrieben, ich habe mir schon lange solch intensive, hochschwingende Meditationen und Channelings gewünscht. Das ist schon immer der tiefe Wunsch gewesen von mir und von der geistigen Welt selbstverständlich, dass ihr so tief eintaucht, dass ihr selbst in den Kontakt kommt, dass ihr selbst in die Verbindung kommt und von diesem Licht vollkommen überstrahlt werdet, dass ihr praktisch selbst mit ihnen online seid. Und das ist der ganze Sinn auch unserer Lichtarbeit, die Menschen in diesen intensiven Kontakt zu führen, dass sie selbst geführt sind, unabhängig von anderen Menschen, immer mehr in den Kontakt mit den himmlischen Lichtdimensionen treten. Das ist der große Wunsch. Bevor wir dann zum Thema kommen, wollte ich noch sagen, dass ich euch ein Schutzgebet für den Wandel ins Licht online gestellt habe bei den Friedensmeditationen, sind 1,5 Seiten. Das ist immer wunderschön, wenn ihr euch mit genau diesen Lichtwesen verbindet, ihren Schutz erbittet, ihre Möglichkeiten und ihr Lichtpotenzial, ihre Lichtmacht, die sie besitzen, im Besonderen anruft und für euch umsetzen könnt in diesen Zeiten. Dann habt ihr auch was für unterwegs mitzunehmen, könnt ihr immer wieder eintauchen und diesen Lichtschutz permanent abrufen. Das findet ihr unter Friedensmeditation. Jetzt, wenn ihr auf litis.com geht, dann sind die Friedensmeditationen nur noch in der oberen Leiste zu finden, rechts oben, also in der ganz oberen Leiste auf der Startseite. Dann könnt ihr dort auf die Friedensmeditation klicken und dann findet ihr direkt schon diese PDF-Datei zum Runterladen für euch, zum Lesen und zum Runterladen. Soweit mal die organisatorischen Sachen, bevor wir dann tiefer eingehen, was wir heute bekommen haben, was wichtig ist für die Menschheit und die Erde. Im Moment möchte Edwin noch was sagen zu... Ja. Zwei Dinge, die ich euch heute gerne weitergeben möchte. Wir meditieren heute auch mit dem Ashtar-Medaillon Diamant. Das ist die Herzensmatrix der Sternengeschwister. Und warum ihr die Friedensmeditation jetzt in der oberen Zeile findet, das liegt eben daran, weil wir uns kurzfristig noch entschlossen haben, im August, also wir haben schon noch eine Vorlaufzeit von gut 4 Wochen, den goldenen Christuslichtkörper Teil 1 und Teil 2 am Stück euch zu präsentieren. Habt die Möglichkeit, ein Ferienseminar am Bodensee zu ordern. Wir haben eine schöne kleine Halle bekommen, 3-4 Gehminuten vom Bodensee weg, in einer sehr guten Lage. Und es ist genial, wenn ihr tatsächlich einsteigen wollt in das Mysterium, was uns geschenkt worden ist, der goldene Christuslichtkörper von Pater Pio, von Mutter Maria. Und da geht es natürlich darum, in das Mysterium einzusteigen, worum geht es denn überhaupt hier in diesem Leben oder was kann ich erreichen, um tatsächlich wirklich den Aufstieg durchzuführen in diesem Erdenleben. Und da gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und Pater Pio hat uns gesagt, wenn du es tatsächlich erreichen möchtest, und bleib bitte dran mit Beharrlichkeit. Das Friedensgebet, was euch Antje jetzt gerade gegeben hat, da ist es wirklich gut, das wirklich am Tag ein-, zweimal zu beten, in der Früh, bevor du überhaupt deinen Tag startest. Es ist wirklich so, wenn du in der Früh aufstehst
Und die Menschen gehen ihren normalen Rhythmus und dann läuft der Tag einfach irgendwie so dahin mit all ihren Gegebenheiten, mit Unfällen und mit Komplikationen und mit Streitigkeiten und so weiter. Aber wenn du den Tag in der Früh dem Herzen Gottes weist, um Schutz bittest, um Führung bittest, dann läuft der Tag komplett anders. Und das werdet ihr dann sehen, wenn ihr da eine gewisse Beständigkeit, eine Beharrlichkeit, wenn ihr sagt, das mache ich jeden Tag. Und dein Leben ändert sich komplett. Und wenn wir jetzt dieses wunderbare Seminar im August anbieten, dann geht es eben darum, dass du dich auch wieder öffnest für die höchste Gnade, die du als Mensch eben auch erhalten darfst. Und die höchste Gnade, dass diese Wege haben eröffnet, die Avatare, die Christus-Avatare, auch die weiblichen Christus-Avatare. Also Mutter Maria, Teresa von Avila. Und dann diese Dinge rauslösen, die dich daran hindern, in die tiefsten, ja, in das tiefste Sein deiner Seele einzutauchen. Und alles, was dich daran hindert, was du vielleicht in anderen Inkarnationen erfahren hast, erlebt hast, sei es als Täter oder Opfer, diese Dinge eben beiseite zu räumen. Einer unserer Söhne hat nach dem Abitur, ist er nach Spanien, dann ist er tatsächlich wo gelandet? In? Ja, in Avila, wo die heilige Teresa von Avila gewirkt hat in ihrer Zeit als die große, ja, als eine große Kirchen, ja, Weisheitslehrerin war sie. Ja, und das ging dann noch, Lehrerin. Das ging dann noch weiter. Er hat dann an einer Schule gearbeitet, die das älteste Haus in Avila hatte. Also so ein richtiges denkmalgeschütztes Haus. Und das war eine Schule für Fremdsprachen. Und dort hat er ein Jahr lang gewirkt. Geleitet von einem deutschen Doktor, Professor für Germanistik, Sprachen und Geschichte. Und als wir einmal zu Besuch waren, haben wir uns das angeschaut, sind da reingegangen und durch dieses Tor, das war wirklich, da siehst du dieses Tor, da siehst du noch die Linien der alten Wagen, die auf Steinen gelaufen sind und wirklich den Stein, ja, den Weg gemacht haben, wie eine Furche gezogen haben, wie eine Spur gezogen haben. Das war wirklich so ein altes Gebäude und wir sind da reingegangen, haben dann schon gedacht, was ist denn hier für eine Schwingung vorhanden? Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dieses Gebäude war vor hunderten von Jahren, auch zur Zeit von Teresa von Avila und früher, eben auch ein Gebäude und es hat aber keine so ruhmreiche Geschichte, eher das Gegenteil, weil dort wurde der erste Inquisitionsprozess in Europa abgehalten. Das war praktisch die Wiege, das war die Geburt der Inquisition. Und wir wissen ja, was das bedeutet. Das ist ja keine schöne Angelegenheit. Und jetzt kommt Teresa von Avila. Ich habe euch hierher gesendet. Ich bitte euch, mit mir zusammen dieses Karma aufzulösen. Und das sind natürlich dann Hinweise für uns, dass wir sagen, was können wir tun? Und natürlich haben wir dann Gebete und Meditationen, haben uns selber noch erforscht. Und genau das bringen wir auch im goldenen Christuslichtkörper. Wo bist du selber noch verstrickt? Über Raum und Zeit, sei es eben als Täter oder Opfer, um das dann endlich mal rauszulösen mit der höchsten Gnade, mit der Gnade von der Teresa von Avila, mit der Mutter Maria, also mit den Göttinnen. Dann den Gnadenstrom zu aktivieren in dir, dass er wieder fließen darf. Und alles, was dich daran hindert, dass dieser Gnadenstrom durch dich fließen kann, dass das eben weggenommen wird. Dann kommt Pater Pio mit seinen Vollmachten, die er als Christuslichtpriester hat und dir dann weiterschenkt. Stell dir mal vor, du bekommst ein Lichtgewand von Pater Pio geschenkt. Das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Da hast du nochmal einen zusätzlichen Lichtschutz und das führt und das leitet dich dann über die Zeiten, die da so kommen und die kommen werden. Und mit den Christus-Avataren kommt natürlich auch Lord Krishna.
der hier ebenfalls sehr stark involviert ist. Natürlich auch Jesus Christus. Das alles kommt schon im Teil 1. Und im Teil 2 geht es dann noch intensivst weiter. Da geht es dann eben auch um die Einweihung zu einer Christuslichtpriesterin, zu einem Christuslichtpriester. Und da kommt dann der Erzengel Michael und der fragt dich dann schon, Seele, bist du bereit? Und er reicht dir dann auch den Heiligen Gral. Das wird sehr intensiv werden. Also dieses Seminar, geht doch auf unsere Homepage, schaut mal rein. Wir haben das sehr gut dokumentiert für euch. Und es ist wirklich ein Highlight in deinem Leben. Das wirst du mir dann sagen, wenn du das Seminar besucht hast. Ja, da gehen wir dann eben in das Mysterium auch hinein, der Christusliebe. Und das Christuslicht ist einfach der größte Schutz und die Garantie dafür, dass du wirklich diesen Aufstieg vollbringen kannst. Auf was wir heute eingehen wollen. Es ist so, dass wir derzeit uns natürlich sehr informieren über all diese dunklen Tatsachen, die schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden auf der Erde geschehen, um die Menschheit zu versklaven, um sie in einem niederen Bewusstsein zu halten. Das wussten wir ja schon seit langer Zeit, aber jetzt kommen immer mehr interessante Dinge hervor. Und Adonai Ashtar hat uns schon vor ein paar Wochen gebeten, immer wieder diese Leylinien der Erde zu reinigen. Und das kann man vergleichen mit den Meridianen unseres physischen Körpers. Also die Meridiane, das sind die Energielinien, die dann wieder verbunden sind mit den Chakren. Und auf diesen Meridianen liegen ja die ganzen Akupunkturpunkte, die zu aktivieren wichtig ist, weil wir dadurch, wenn unsere Meridiane lichtvoll durchströmt sind, dadurch das Licht und die Energie bis in unseren physischen Körper hineinladen können. Und wenn eben diese Akupunkturpunkte blockiert sind, dann blockiert es ja, wie ihr wisst, auch unsere Organe und so weiter. Und dasselbe gilt ja für die Erde als physischen Körper auch. Sie hat diese Leylinien und es gibt auch die Chakren der Erde. Und genau diese Leylinien, und das haben wir jetzt wiederum intensivst erfahren, von jemandem, der schon seit den 90er Jahren recherchiert und all mögliche Dunkles hervorbringt, was jetzt immer mehr zur Gewissheit wird, dass es tatsächlich so ist, dass die Menschheit seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden wie in einer Matrix, in einer Dunkelmatrix festgehalten wird. Und ein wichtiges Projekt von diesen Dunkelmächten ist es, die Leylinien ganz niederzuhalten in der Schwingung. Damit kann sich auch unser Bewusstsein nicht erhöhen, weil wir auch direkt mit diesem Erdgitternetz verbunden sind, mit dem Bewusstseinsfeld von Mutter Erde. Und wenn das niedrig gehalten wird, wird automatisch das ganze Bewusstsein in einer niedrigen Schwingung gehalten. Und wenn es niedrig gehalten wird, dann ist es auch schwierig, das höhere Licht aufzunehmen. So, und Ashtar hat uns schon vor langer Zeit, unser Sternenbruder, gebeten, dass wir immer wieder diese Leylinien reinigen, weil auf diesen Leylinien über Jahrhunderte schwarzmagische Rituale genau auf diesen Linien gehalten wurde, an zentralen Punkten. Schwarzmagische Blutrituale. Und Blut auch deswegen, weil das sich dann länger halten kann, weil im Blut natürlich DNA drin ist und das hält sich, das kann dann über Jahrhunderte, Jahrtausende aufrechterhalten werden, diese schwarze Magie. Und das wurde direkt ganz bewusst auf diesen Leylinien getan, dann wird es auch direkt übers ganze Feld geschickt, weil wenn du eine Leylinie triffst, das ist wie wenn du bei uns einen Nervenstrang triffst, dann geht es durch den ganzen Körper durch. Und so ist es, wenn du direkt auf einer Leylinie was tust, dann wird die ganze Linie der ganzen Erde damit belastet.
Und dort sind dann so richtige Zentren errichtet worden, wo eben diese schwarzmagischen und Blutrituale und schwarzen Messen, was es da alles gibt, abgehalten werden. Und jetzt ist es wichtig, dass wir bitten, dass die ganzen Licht- und Sterngeschwister kommen und das praktisch wie löschen. Die haben diese Möglichkeiten, die haben die technischen Möglichkeiten und es braucht aber Menschen, die das kanalisieren. Also wir als Menschen wiederum, einerseits sind wir ja Opfer der Dunkelmächte gewesen, aber jetzt als Menschen und haben dann denen gefolgt, also aus Angst sind wir denen gefolgt. Und es ist jetzt aber Schluss. Für uns ist es ganz klar, wir folgen jetzt der höchsten Lichtmacht. Und als Menschen haben wir die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen und diese Lichtmächte anzurufen, jetzt alles zu ändern. Und dazu braucht es tatsächlich uns Menschen. Ja, da arbeiten wir zusammen Hand in Hand. Und es geht wirklich auch darum, wenn wir aus dem tiefsten Herzen diese Bitten aussprechen, also auch in der heutigen Meditation, gemeinsam darum bitten, dass dies jetzt neutralisiert wird, harmonisiert wird. Auch wenn die Jahrhunderte, was weiß ich, wie viele miese Veranstaltungen gemacht haben, wenn wir mit einer einzigen Lichtveranstaltung jetzt reingehen, dann können wir so viel Gutes erzielen. Wir haben die Macht dazu. Zusammen können wir das schaffen. Zusammen sind wir stark in dieser Gemeinsamkeit, in dieser gemeinsamen Lichtherzensfamilie. Sind wir zusammengerufen worden, dies auch heute zu tun. Mit vollem Einsatz, mit Herzenseinsatz. Denn wir wollen eine lichtvolle Zukunft für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkel, für die ganze Menschheit auf Erden. Heraus aus dem Sklaventum, hinein in die göttliche Freiheit. Ja, ihr schaut bitte, dass ihr nicht gestört werdet. Geht in eine gute Ruhe, Meditationsposition. Und wir beginnen diese Meditation im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen von Vater und Mutter Gott, der Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehe Asche, Ehe. Ehe Asche, Ehe. Ehe Asche, Ehe. So. Adonai Ashtar spricht über die Herzensmatrix der Sternengeschwister. Aus dem vereinigten Lichtherzen der Sternenkongregation kommen wir in diesen Raum, in diese Zeit und bringen mit uns den überirdischen Glanz der Sterne. Es ist mir eine große Ehre, dieses Ashtar-Medaillon zu initiieren, der Menschheit zu schenken, mit meiner Lichtmatrix zu verbinden, mit der diamantenen Lichtmatrix der Sternengeschwister, die für diese Erde wirken. Es ist unser tiefstes Herzensanliegen, das Lichtpotenzial unserer Schwestern und Brüder der Erde zu aktivieren und anzuheben. Dadurch wird automatisch das gesamte Lichtbewusstsein der Erdenmenschheit angehoben. Denn alles ist mit allem in Verbindung. Über dieses Ashtar-Medaillon, Diamant, können sich alle Menschen offenen Herzens direkt mit dem Lichtpotenzial der intergalaktischen Raumbruderschaft verschmelzen. So entsteht die Verschmelzung unserer Lichtherzen. Dies erwirkt die Anhebung deiner Lichtkörper in eine höhere Dimension des Bewusstseins. Dieses Ashtar-Medaillon, Diamant, bewirkt für den Einzelnen die sofortige individuelle Verbindung zu seiner Sternenheimat.
aktiviert die individuellen Sternenkodierungen, verbindet und integriert die individuellen Sternenlichtaspekte, was bedeutet, dass der Lichtmeister, die Lichtmeisterin, die du schon auf einem anderen Stand des Lichtes bist, sich mit dir vereint. Je länger du es trägst oder je öfter du damit meditierst, je mehr kannst du dieses Meisterlicht, dieses Meisterbewusstsein im Hier und Jetzt integrieren, das du auf anderen Sternen des Lichts bereits aktiviert hast und wie eine Selbstverständlichkeit dort lebst. Dies ist ein machtvoller, glückseliger Verschmelzungsakt und eine Aktivierung des Lichtpotenzials von deiner Lichtmatrix, die du schon auf einem anderen Stern oder auf anderen Sternen des Lichts lebst. Dies wird den besonderen Menschen ansprechen, die solche Aspekte zu integrieren wünschen, sich zu verbinden wünschen mit den höheren Licht- und Gesellschaftssystemen und in deren Lebensauftrag beinhaltet ist, diese höheren Licht- und Gesellschaftssysteme als energetisches System der Erde zu schenken. Diese Sternenenergiematrix wirkt auf allen Ebenen, seien es Liebesangelegenheiten, sei es lichtvolle Arbeit, Studium, Lernen, Wissenschaft, Künste, die der Gesellschaft dienen, sowie das liebevolle und würdevolle Miteinander umgehen. Was dir besonders am Herzen liegt, kannst du zur Erde herunterladen, herunterchanneln und somit ins morphogenetische Bewusstsein dieser Menschheit einspeisen. Das Ashtar-Strahlmedaillon verbindet dich mit unseren Lichtschiffen der Ewigkeit, welche jetzt um diese Erde positioniert sind. Es kommen dann Lichtschwester und Lichtbrüder von den höher schwingenden Planeten und bringen die höchste Essenz ihrer Herzen in Form eines Lichtdiamanten, Lichtkristalls oder Edelsteins, den sie dir in dein Herz legen. Dies wiederum bewirkt, dass du noch konkreteren Kontakt erhältst. Es ist, als würdest du online sein und in einen noch persönlicheren Kontakt treten. Es ist die Herzensmatrix der Sternengeschwister, die sich in dir aktiviert. Lege dir das Medaillon bei der Meditation aufs geistige Auge oder aufs Herzchakra. Dies ist die intensivste Möglichkeit und gehe in den Kontakt. Wünsche dir, dass die Herzensmatrix der Sternengeschwister in dir aktiviert wird und erlebe, welche Geschenke dir übermittelt werden. Dies ist ein wundervolles Geschenk der Sternenkongregation, ein Schlüssel zu der Herzensmatrix dieser Sternenkongregation. So kannst du auch lernen, wie wir auf unseren Sternen leben. Einfach, indem du dich mit uns verschmilzt, erlebst du es in dir, erfährst und integrierst es. Das Bewusstsein in dir und für diese ganze Erde wird angehoben. Und so ist es, Geliebte. Geliebte, dies ist Adonai Ashtar, euer Sternenlichtbruder. Wir, eure Sterngeschwister von unzähligen Sternsystemen des Lichts,
Wir kommen aus der Galaxie und aus anderen Galaxien. Alle jene Lichtwesen, die sich magnetisch angezogen fühlen, von dem Schauplatz Erde, sind jetzt bereit, für euch zu wirken, mit euch gemeinsam zu wirken. Myriaden von Wesenheiten, unzählige Wesenheiten. Viele klinken sich ein, so wie ihr es gerade macht, online. Und doch ist es intensiver, denn sie können sich wie vor Ort transportieren mit ihrem Lichtkörper. Sie sind auf ihren Stern und Sonnen des Lichts und gleichzeitig hier bei uns und bei euch. Dies ist eine besondere, hochschwingende Technologie, dass ihr euch mit eurem ganzen Sein bewegen könnt über Raum und Zeit, durch das gesamte Universum hindurch und gleichzeitig hier und dort präsent sein könnt. Solche Lichttechnologien warten bereits darauf, der Menschheit geschenkt zu werden. Im Moment läuft noch ein spiritueller Krieg um die Vorherrschaft über eure Seelen. Jahrhunderte, Jahrtausende wart ihr unter einem anderen Vorzeichen regiert worden. Immer wieder kamen Lichtseelen zur Erde, öffneten Portale, damit ihr den Kontakt zum Lichtuniversum nicht verlieren solltet. Diese nennt ihr jetzt die Aufgestiegenen oder die Heiligen. Jene, die euch als lichtvolle Vorbilder vorausgegangen sind. Sie werden meist so dargestellt, als wären sie unerreichbar. Doch in Wahrheit waren sie alle ganz einfach in die Gnade eingehüllt. Und dies geschieht jetzt mit euch. Wir, eure Licht- und Sterngeschwister, kommen zu jedem einzelnen Teilnehmer, Teilnehmerin, hüllen euch intensiv in die goldene Christusgnade ein. Denn aus dieser wirken wir, aus der Christusliebe. Es ist die übergeordnete Liebe, das Mitgefühl, die Barmherzigkeit, die Empathie für alle Wesenheiten, die existieren. Und jetzt besonders auf dieser Erde. Wir fühlen eure Schmerzen, euer Leid und doch verstricken wir uns damit nicht. Bleiben in unserer strahlenden Liebesfrequenz, in diesem Christuslicht geborgen, der immerwährenden Gnade, die uns am Leben erhält. Und dies strahlen wir heute auf euch ein, überreichen wir euch den Gnadenmantel von uns, den Sterngeschwistern, einen Sternenlichtmantel, der euch immerwährend mit dem ewigen Licht der aufgestiegenen und erleuchteten Sternenzivilisationen verbindet. Der Sternenlichtmantel von mir, Adonai Ashtar.
Dies bedeutet, dass euer ganzer Lichtkörper durchdrungen wird. Das innere Universum in euch verwandelt wird. Vieles wurde euch als Betrug und Dunkelmatrix eingraviert. Und ihr glaubtet diesen falschen Vorspielungen, Vortäuschungen. Es wurde euch als Gesetz übergestülpt, in den Schulen vermittelt und in euren Verstand eingeprägt, in euer tägliches Leben. Beständig werdet ihr berieselt dadurch. Durch die Medien, die euch umgeben. Und dies alles errichtet ein dunkles Hologramm und eine Matrix, die deshalb so stark ist, scheinbar stark ist, weil sie immer täglich wieder hochgefahren wird. Es braucht ganz wenig, diese alte Matrix hinter euch zu lassen. Dazu dient unser Sternenlichtbewusstsein, der Sternenlichtmantel. Und der wird nun verknüpft mit euren Meridianen. Mit unseren Strahlenschiffen umgeben wir euch. Ihr befindet euch jetzt in einem solchen Strahlenschiff selbst. Und wir, die Lichttechniker, die Sternentechniker, durchströmen alle eure Meridiane. Von jedem Chakra ausgehend, vom Kronenchakra, werdet ihr gereinigt von den alten Energiefeldern und in allen Meridianen, denn jedes Chakra ist mit den Meridianen verwoben, die sich durch euren ganzen physischen Körper bahnen. Jeder Akupunkturpunkt wird gereinigt und befreit. Gleichzeitig geschieht es mit der ganzen Erde, das Kronenchakra der Erde, das sich an mehreren Positionen befindet, und immer mit dem Zentrum von Mutter Erde verbunden ist. Oft sagen Lichtarbeiter, dieses Chakra ist genau an diesem Ort. Es gibt mehrere Zugangsportale, die ihr als Kronenchakra bezeichnen würdet. Eines davon ist im Himalaya im Tibet. Großes Portal, Kronenchakra-Tor. So wird, werden die Meridiane in euch, die Meridiane der ganzen Erde gereinigt jetzt. Dazu rufen wir alle wichtigen Lichtmächte, die Christus-Avatare, die Engelchöre mit ihrem Liebesfeuer, und die Sterngeschwister. Dies geschieht in uns, Lichtkörper der Menschheit und vor allem heute für Mutter Erde. Dieselbe Reinigung geschieht in unserem geistigen Auge. Und
Das geistige Auge ist auch verbunden mit den Pyramiden, die selbstverständlich, die Pyramiden dieser Erde, wo oben drin in der Realität das allsehende Auge Gottes in der oberen Spitze verankert sein sollte, dass sich ebenso die Dunkelmächte auf ihre dunkle Fahne geschrieben haben. Und so dürft ihr heute bitten, dass die Spitzen der Pyramiden wieder verbunden werden mit dem allsehenden, allwissenden und allliebenden ewigen Auge Gottes. Und dies geschieht in euch. Und in den Meridianlinien, die mit den wichtigsten Pyramiden dieser Erde in Verbindung stehen. Die ursprünglich von höheren Licht- und Sternzivilisationen bewacht wurden, behütet wurden. Und als Lichttempel für diese Erde vorgesehen waren. Und euer Halschakra ist insbesondere mit den niederschwingenden Gitternetzen verwoben. Bitten wir, dass unser Halschakra gereinigt wird mit allen Meridianen und die Gitternetze, mit denen wir noch verwoben sind, jetzt abgetrennt werden. Und so geschieht es. Übergeordnet für die ganze Erde. Die dunkle Matrix wird abgelöst. Und das Halschakra, das verwoben ist, wo Dunkelmächte alle Medien mit verbunden haben. Also Internet, Nachrichtensender, die niederschwingend aktiviert wurden. Wir werden jetzt davon gereinigt. Und dies geschieht übergeordnet, in uns und übergeordnet. Das Halschakra ist auch noch sehr verbunden mit Atlantis. Und hier verbinden wir euch mit dem erleuchteten, aufgestiegenen Atlantis, dem Meister Mahakohan. Dasselbe geschieht mit dem Herzchakra. Herzchakra wird als vieles bezeichnet. Im Bodensee ist ein Portal, das gereinigt werden soll. Und auch auf Bali wird das Herzchakra vermutet, auch dort gibt es Zugangsportale zum Herzchakra. Wichtig noch die lemurischen Verbindungen. Das heißt, das erleuchtete, aufgestiegene Lemuria wird hier verbunden mit eurem Herzchakra. Das All-Eins-Liebesbewusstsein, das dort immer noch existiert. Nun gehen wir zum Solarplexus. Bitten um Reinigung des Solarplexus in uns und alle Schaltzentralen auf der Erde. Es werden auch viele Militärstationen genau dort angesiedelt,
wo die Strahlkraft am größten sein soll, wo Solarplexus Kreuzungspunkte sind in den Leylinien. Auf den Herzlinien wurden oft Kirchen errichtet und auf den Solarplexuslinien findet ihr vielfach militärische Stationen. So werden diese gereinigt in uns und übergeordnet. Und das Sakralchakra. Unser Kreativzentrum, sagt Adonai Ashtar, wird jetzt überströmt und überstrahlt wiederum von dem Licht der Sterngeschwister. Dies ist vielfach, wie auch das Basischakra, mit südamerikanischen und indigenen Völkern in Verbindung. Die Wurzeln der Menschheit und der Kultur. Im Basischakra soll die Kundalini-Kraft blockiert werden. Deshalb werden alle Orte besetzt, die diese Kundalini-Kraft aktivieren können, wie südamerikanische schamanische Tempel und Anlagen. Aber auch die lichtvollen Tempel, in denen Buddha wirkte und seine Nagas, seine heiligen weißen Kobras. Und hier gibt es wieder eine Verbindung mit Lord Shiva und dem Berg Kailash, denn auch dort wirkt die Kraft der Kundalini. Jetzt werden alle Orte, an denen Kundalini-Kräfte aktiviert werden können, gereinigt und so in dir. Es gibt auch Meister des Kundalini im Kundalini-Yoga. Auch diese sollen immer wieder verunglimpft werden. Und die Licht- und Sterngeschwister entzünden ihr Licht in unseren Meridianen, Energiebahnen, allen Chakren, Schaltzentralen, die wichtig und wesentlich sind jetzt für diesen Erneuerungsprozess. Adonai Ashtar sagt, es strömt nun in alle eure Zellen, jede einzelne Zelle. Myriaden von Zellen können jetzt das Licht noch besser aufnehmen. Wir nehmen mit unseren Einstrahlungen gleichsam Akupunkturen vor. Ihr könnt es euch vorstellen, wie Laserstrahlen in alle Akupunkturpunkte gleichzeitig einstrahlen und sie befreien und reinigen in euch und auf dieser Erde. Und so kann das Licht noch intensiver bis in eure Zellen und Quanten eindringen. Die Portale sind geöffnet. Wiederum öffnen sich heute mächtige Lichtportale. Über der Erde, um die Erde. Es sind immer Portale, die das goldene Licht der neuen Zeit bringen. Und über diese nun
geöffneten Akupunkturpunkte strömt das Sonnenlicht der Urzentralsonne jetzt in eure Zellenquanten ein, sodass sich jeder Zellkern erinnert, dass er im Grunde eine strahlende, göttliche Sonne ist. Jede Zelle strahlt aus sich heraus. Jede Zelle bildet in sich ein neues Sonnensystem und das Lichtuniversum in euch wird erneuert. Und dies ist der Sternenlichtmantel, der wie eine Blaupause in euch ist und so eurem inneren Universum, das Lichtuniversum zeigt, dass du bist. Wir senden das Licht und bitten heute die ganze Erde und die Menschheit. Wir bitten um Verwandlung in einen höheren Lichtkörper. Eine mächtige Transformation unseres ganzen Seins. Und senden den Segen aus im Namen der höchsten Lichtmacht. Im Namen von Vater und Mutter Gott, der Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehe Asche, Ehe. Ehe Asche, Ehe. Ehe Asche, Ehe. So haben. Und Adonai Ashtar sagt, visualisiere jetzt die alle Meridiane, die Blutbahnen in dir zu leuchten beginnen, zu strahlen, alle Zellen wie Sonnensysteme erstrahlen. Und du dich verwandelst in ein Sternenlichtwesen. Denn dies ist deine wahre göttliche Natur. Dies ist die göttliche Realität. Und so ist es.